sonst Buletten essen. Solange es noch Buletten gibt. Eine nach der anderen gewissenhaft und methodisch verschlingen. Immer mit den kleinsten beginnen. Eine kleine Bulette und gut durchkauen. Die Buletten sind Mamas Spezialität. Sie zerhackt Zwiebeln und Knoblauch zusammen mit Petersilie und frischem Koriander auf einer schwarzen Titanienplatte und durchmischt das Ganze mit Gehacktem aus Geflügelleber, Rind und Schweinefleisch. Dann wird gewürzt. Salz, Sesampfeffer, gemahlener Kümmel. Mit zwei großen Löffeln bringt Mama die Buletten in eine erste grobe Form und rollt die Bällchen dann auf ihrer Arbeitsfläche hin und her. Das ist ihr Höhepunkt. Sie denkt dabei bestimmt an Andy Garcia in Der Pate, der seine Hand auf die Hand seiner Braut legt, die ja keine andere ist als die Tochter vom großen Mafia-Boss, und die beiden Hände dann zusammen auf dem Küchentisch synchron Gnocchis rollen. Wochen ist es drängender geworden. Das bedrückt mich. Ich kriege Angstzustände. Klopf, klopf. Es klopft an die Tür. Sie erwarten niemanden. Öffnen Sie die Tür oder nicht? Was würden Sie tun? Cold Delivery Service. Guten Tag. Guten Tag. Ich... Ihr Karton. Danke. Ihr Lächeln gestern... Ja, und bitte unterschreiben. Sie haben gelächelt. Ich mag es nicht. Hier. Ich verstehe nicht Ihre Zeile. Ich würde ja gerne mit Ihnen reden, aber ich habe keine Zeit. Montags bis freitags muss ich immer um 16.30 Uhr bei Frigerio abliefern. Ja, ich verstehe. Am Sonntag reden wir dann. Unterschreiben Sie hier. Ja. Danke und bis morgen. Der Geruch der Buletten ist anders. Der Geschmack. Ein spektraler Geschmack, der sich als Abfolge elementarer Geschmacksempfindungen entfaltet. Alle reden heute von Molekularküche, völliger Blödsinn. Hat Mama die quantische Küche erfunden? Was ist ein Topf, wenn ich ein Teilchen beschleunige? Eine Bulette ist ein polymeres molekulares Gewebe. Sozusagen ein polymaternelles Gewebe. Die Struktur jedes dieser Moleküle besteht aus Materie, den Bulettenatomen. Diese Atome lassen sich ihrerseits in kleinere Buletten aufteilen, den Nukleonen, und diese ihrerseits in noch kleinere Buletten, den Neutronen und Protonen, und diese ihrerseits in noch kleinere Buletten, den Elementarpartikeln, Leptonen, Bosonen und Quarks und die Würze in dieser Mikromaterienküche. Jedem diesem Elementarteilchen entspricht ein Antimaterienteilchen. Hat Mama Buletten in die Welt gesetzt, die aus Antimaterie bestehen und die Materie zerstören. Sind Mamas Buletten quantisch mutiert, sodass sie mein Kopf, mein Körper, mein Schatten und die Schwerkraft einbrechen lassen? Ist mein von Mutter Buletten gemästeter Schatten implodiert und zum schwarzen Loch geworden, der das ganze Universum auffrisst? Alles verschwindet im Dunkeln und im Nichts. Im schwarzen Loch. Mitten in einem schwarzen Loch. Ganz tief. In einem von Mamas schwarzen Löchern.